Ahoi Internet, es geht direkt weiter mit unserem kleinen Kartenzeichen-Tutorial und heute gucken wir uns mal näher an, wie wir diverse Landmarken eigentlich auf der Karte konkret darstellen. Mach ich nochmal das Intro? Ich glaube, ich mach nochmal das Intro, ne? Ja, hier komm, Intro. Bin nicht geschickt wie ein Elb, nicht so stark wie ein Zwerg. Hab nie gelernt, wie man kämpft, sich richtig wehrt. Doch von meiner krummen Klinge rutscht er nieder, zu meinen Füßen liegt er. Wenn wir uns die Frage stellen, wie wir solche Sachen eigentlich auf Karten darstellen wollen, dann hilft es einfach mal, andere Karten anzugucken. Ich meine, wir bewegen uns alle im Fantasy-Bereich, da gibt es mehr als genug Auswahl. Ja, ich fange mal an. Game of Thrones von George R.R. Martin. Ich muss zugeben, ich habe das Buch übrigens nie gelesen. Ich habe es mal angefangen, aber es ist irgendwie nichts für mich. Ich kenne auch die Serie nicht. Aber naja, das führt wieder, glaube ich, zu weit. Die Karten, die er hier in diesem Buch drin hat, sind eigentlich recht, ja, recht grundlegend. Also sie haben nicht sonderlich viel Tiefe, sondern sind wirklich einfach nur ganz klassische zweidimensionale Karten. Das Einzige, was so ein bisschen Tiefe hat, sind tatsächlich die Berge. Die haben hier so ein bisschen Schattierung gekriegt. Das ist eigentlich ganz cool. Der Rest ist wirklich nur eine Landkarte zur Orientierung und sonst nichts weiter. Schauen wir mal weiter. Der Drachenbeinthron von Ted Williams. Das ist schon so ein bisschen dreidimensionaler hier, ne? Also es ist so ein bisschen anschaulicher. Der hat hier dieses coole Cross-Hatching, das finde ich ja super geil immer. Hier hinten, nach hinten raus wird das sogar noch dreidimensionaler als überhaupt schon. Das heißt, man hat wirklich den Eindruck, dass es hier in so eine Tiefe reingeht. Ja, und auch hier hat er viel mehr als im Game of Thrones da gerade, hat er mit Schattierungen gearbeitet. Wenn ich eher sage, weiß ich übrigens nicht, von wem ich rede. Ich habe keine Ahnung, wer diese Karte gezeichnet hat, muss ich sagen. Steht hier wahrscheinlich irgendwo drin. Naja, aber hier sieht man auch, diese Küstenlinie ist sehr schön, so ein bisschen breiter, hat wirklich so eine Schattierung. Also wirklich, dass das Licht von einer gewissen Seite fällt. Und das verleiht dem Ganzen eine sehr schöne Tiefe, wie ich finde. Oh, geht's weiter? Ich hoffe übrigens, ihr seht das nicht und ich hänge nicht ab und zu mit... Ihr seht das alles und ich hänge nicht ständig mit der Mütze drüber. Die Forgotten Realms natürlich. Ja, da gibt es natürlich ganz tausende Karten gibt es davon. Ich habe die Tage auf Twitter einen Post gesehen, wo jemand tatsächlich die ersten Karten von dem, die der Ed Greenwood noch selber gezeichnet hatte, zu einem Archivar gebracht hat. Das sah auch ganz schön beeindruckend aus, weil da so 10.000 Karten waren, die alle zusammengetaped. Ich schweife ab. Hier gehen wir wieder ein bisschen zurück ins Zweidimensionale. Also das ist längst nicht so dreidimensional. Aber auch hier sieht man schön, wie Schattierung verwendet wurde, um diese Berge so ein bisschen, aus dem Bild rauszuholen. Genauso die Ränder dieser Wälder. Ja, das finde ich ganz cool, dieser Pointillismus, hätte ich fast gesagt. Ja? Küstenlinien sehe ich hier. Doch, hier hat es Küstenlinien, genau. Also hier ist es auch so eine etwas breitere Küstenlinie und dann eine schmalere Linie davor. Das versuchen wir gleich auch mal so in ähnlicher Form nachzumachen. Mir geht der Platz auf meinem Tisch aus. Gut, wir können nicht von Fantasy-Karten reden, ohne John Ronald Royal Tolkien zu erwähnen. Und die sind auch alle sehr, sehr, ja, oft sehr topografisch. Ja, aber auch hier sehen wir, gerade durch Schattierung bei den Bergen wurde immer versucht, das Ganze so ein bisschen dreidimensionaler zu gestalten. Die Wälder sind hier richtig, jeder einzelne Baum ist gemalt. Ja, das ist schon ziemlich aufwendig. Und die Küstenlinien hier auch, eine dicke Linie und mehrere schmalere Linien davor. Das ist ein Stil, den ich auch sehr, sehr schön finde. Upp. Schließlich nochmal Märchenmond von Wolfgang und Heike Holbein. Eines der ersten Fantasy-Bücher, die ich in meinem Leben gelesen habe. Und ich glaube tatsächlich, der erste Fantasy-Roman von den beiden, ne? Oder sogar überhaupt der erste Roman, ich weiß es gar nicht. Und das ist natürlich nochmal wieder eine ganz andere Sache. Also hier wird wirklich so ein bisschen isometrisch gearbeitet, richtig so eine Ansicht, nicht so eine Draufsicht. Das ist natürlich viel detailverliebter irgendwie. Jede Burg ist irgendwie so genau dargestellt, wie sie aussieht. Das ist natürlich ein ziemlich hoher Detailgrad. Ganz so schlimm wollen wir es heute nicht machen. Aber es ist auf jeden Fall was sich lohnt, mal anzugucken.
was vorher natürlich noch zu klären ist, mit welchem Papier arbeiten wir, mit was für Stiften arbeiten wir. Ich werde jetzt einfach mit ganz normalem Druckerpapier und solchen Feinlinern hier arbeiten. Ich habe tatsächlich auch solche, für die Schattierung, solche ja, wie heißen die? Touchmarker. Wiederum, ich will eigentlich keine Werbung groß machen. Das sind einfach sowohl die Stifte, die Feinliner als auch diese Touchmarker sind einfach die ersten, die ich gefunden hatte. Andere Leute arbeiten mit Copic-Markern und bevor ich die hier hatte, da hatte ich solche von Faber-Castell. Also da kann ich nicht viel zu sagen, wie die sich qualitativ unterscheiden. Das sind einfach die, mit denen ich gewohnt bin zu arbeiten und deswegen benutze ich die heute zusammen natürlich mit einem handelsüblichen Bleistift. Wenn man noch mit anderen Papieren oder anderen Farben arbeitet, dann muss man sich natürlich da erst Gedanken drüber machen. Also es lohnt wirklich vorher viel mit dem Papier und den verwendeten Stiften rumzuprobieren, dass man wirklich weiß, wie sich das anfühlt. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier wie bei dieser Karte wirklich mit Aquarellfarben auf Aquarellpapier gearbeitet hätte, dann lässt sich das ganz, ganz anders verarbeiten. Oder auch hier habe ich eine Karte, die habe ich wirklich auf so handgeschöpftes Papier gezeichnet oder richtig mit Tusche. Da sieht man auch so ein bisschen, dass ich da noch nicht so wirklich die Ahnung von hatte. Gerade bei solchen handgeschöpften Sachen muss man auch gucken. Da ist es oft so, dass das eine Seite beschichtet ist und die andere nicht und auf beiden verhält sich Farbe, je nachdem auf welcher Seite man schreibt, komplett anders. Deswegen lohnt es, wie gesagt, echt immer vorher auf einem separaten Stück Papier so richtig so ein bisschen auszuprobieren, wie so die Farbe sich verhält. Aber dann fangen wir doch endlich mal an. Den Anfang mache ich mit Bergen. Es ist tatsächlich gar nicht so verkehrt, bei so einer Karte wirklich von oben nach unten zu arbeiten, also von den Bergen runter in die Täler bis zu den Ozeanen hin. Für Berge verwende ich zum Beispiel ganz gerne so einen mittelstarken Liner hier, 0,3 mm habe ich jetzt. Und die Art, die ich gerne verwende, ist, ich male so eine gezackte Linie. Dann wechsle ich auf einen etwas schmaleren Stift, hier den 0,1 mm. Und was ich mache ist, von den diversen Punkten, an denen die Linie mal wieder eine andere Richtung einschlägt, ziehe ich einfach Linien nach links und rechts weg. Ja, das funktioniert auch horizontal, da muss man... allerdings ein bisschen stärker in die untere Richtung natürlich arbeiten, weil wir so eine gewisse Ansicht damit erzielen. Ja? Und dann kann ich hier so ein bisschen so, was wir also im Endeffekt machen, ist mit dieser einen breiteren Linie beschreiben wir wirklich so einen, ja, so einen Grat, also den Verlauf dieses Gebirgsmassives und mit den schmaleren Linien detaillieren wir es nur aus. Was wir dann noch machen können, ist, wir nehmen den etwas dickeren Stift und ziehen den Grat so ein bisschen nach, um die Schatten zu vertiefen. Ja, ihr seht schon, das wird gleich noch so ein bisschen dreidimensionaler. Wir können auch die oberen Seiten dieser... ja, ich weiß nicht, wie ich das nenne, diese abgehenden Linien ein bisschen nachziehen. Ja, wir müssen gar nicht den ganzen Grat nachfahren. Wenn das so ein bisschen unregelmäßig ist, dann wirkt das tatsächlich viel natürlicher, viel mehr wie ein richtiges Gebirgsmassiv. Man sieht aber auch, wie ich finde, dass dieser Stil im Horizontalen nicht ganz so gut funktioniert. Ja, also man kann es auch machen. So, um das Ganze jetzt noch so ein bisschen wirklich aus dem Bild herausspringen zu lassen, benutzen wir einfach eine Schattierung. Das können wir entweder zum Beispiel mit so einem dünnen Stift dann machen. Und wir müssen uns überlegen, von wo das Licht fällt. Ich sag mal, hier fällt es von links oben. Ich habe mir mal irgendwo sagen lassen, dass eine bestimmte Richtung, aus der das Licht fällt, angenehmer fürs Auge sein soll. Aber ich weiß nicht, welche das sein soll. Das habe ich vergessen. Also, und mache hier... einfach vom Bergrücken aus so eine gewisse Schraffur. Folge dabei auch so ein bisschen diesen Linien. Alternativ kann ich, wie gesagt, mit solchen Stiften hier arbeiten. Ich nehme mal den etwas dunkleren.
und hier dann so ein bisschen am Grat entlang und dann rechts dieser etwas schwereren Linien. Ich arbeite eigentlich mit diesen Stiften sogar noch lieber als mit so einer Schraffur hier, weil es irgendwie noch so ein bisschen, ich finde, das wirkt dann noch so ein klein bisschen natürlicher. Ja, bin ich jetzt nicht so zufrieden mit, wie das hier rauskommt, muss ich sagen. Aber es ist ja auch echt ziemlich auf die Schnelle gezeichnet. Naja, es gibt natürlich zahlreiche Möglichkeiten, so Berge darzustellen. Es gibt natürlich auch einfach... Ja, wir machen einfach solche Zacken, verzahnen die so ein bisschen ineinander. Ja, das wird schon reichen. Wir können dann hier jeweils bei jedem dieser Zacken so eine Linie so in die Mitte machen. Keine ganz gerade, sondern so ein bisschen halt. So ein bisschen organisch, so ein bisschen gezackt. Und dann können wir auch hier so eine Schraffur reinmachen. Entweder so eine Schraffur. Wir können es auch tatsächlich... Hoppala. Ich verschiebe das hier aus dem Bild raus. Ist natürlich nichts in der Sache. Wir können es auch ganz ausmalen. So hat Tolkien das dann zum Beispiel gemacht. Ja, oder aber wir nehmen auch hier so einen Stift. Ja. So ähnlich habe ich zum Beispiel, sieht man hier unten auf dieser, ist das noch ein Bild? Bin ich nicht sicher. Hier sieht man es so ein bisschen, so habe ich es auf dieser Karte eben auch gemacht, damit Aquarellfarben. Das finde ich bietet einen ganz schönen Effekt. So, was gibt es noch so für Landmarken? Wir können natürlich noch Flüsse zeichnen. Flüsse sind immer ganz gut dann mit Gebirgen zu verbinden, denn Flüsse, Wasser, kann man sich denken, fließt von oben nach unten. Das heißt, sie haben oft so ihren Ursprung im Gebirge. Und Flüsse sind denkbar einfach. Ich mache da wirklich einfach nur immer so eine Linie. Das ist jetzt schon irgendwas etwas sehr Untypisches, was ich gerade gemacht habe. Denn es passiert recht selten in der Natur, dass ein Fluss sich tatsächlich aufgabelt. Also so wirklich Flussdeltas sind verhältnismäßig selten. Es ist eher die Regel, dass Flüsse zusammenfließen. Ja, und dann natürlich einen entsprechend breiteren Strom ergeben. Das kann man zum Beispiel dann auch... Tatsächlich zwei Linien für einen Fluss zu verwenden, lässt den dann schon sehr massiv aussehen, also wirklich wie einen breiten Strom, aber es kommt auch so ein bisschen auf die Scale, auf den Maßstab der Karte an. Ja? Also finde ich so als gute Richtlinie Flüsse von oben nach unten, man beginnt in den Bergen, beginnt irgendwo noch anders in den Bergen, lässt sie zusammenfließen und irgendwann kommen die Flüsse dann an einer Küstenlinie an und münden ins Meer. Das ist eigentlich auch so das gute Stichwort, um uns mal Küstenlinien anzugucken. Auch da gibt es, wie gesagt, mehrere Darstellungsmöglichkeiten. Ja, ich improvisiere jetzt mal eine Küstenlinie vor mich hin. Dum-dum-dum-dum-dum. So, ich mache mal gleich drei, um so ein paar verschiedene Stile zu zeigen. Was wir jetzt zum Beispiel machen können, ist... können die eine Küstenlinie hier auch so ein bisschen wieder unserem Lichtfall folgend immer an der unteren rechten Seite so ein bisschen breiter machen. Ja, man sieht das schon, dann guckt es gleich so ein bisschen, dann kommt es richtig aus dem Bild raus, ne? Also das ist ein mit sehr einfachen Mitteln ein sehr starker Effekt, wie ich finde. Ja, hier habe ich so ein bisschen über den Rand gemalt. Naja. Und jetzt können wir hier so ein bisschen mit einem dünneren Stift so kleine Wellenlinien davor machen. Und das sieht auch schon gleich ziemlich schön nach Ozean aus, oder nicht? Wenn man es ein klein bisschen klassischer haben möchte, dann kann man auch die ganze Linie ein bisschen dicker machen. Und dann... einfach nicht mit solchen Wellenlinien, sondern einfach mit einem dünneren Stift
zwei, dreimal diese Küstenlinie einfach nachfahren. Auch das ist eine Möglichkeit. Oder, hoppala, oder man nimmt einen dünnen Stift und gibt der Linie eine gewisse Schraffur zur See hinaus. Ich würde das jetzt normalerweise mit einem Lineal machen, ein bisschen vorsichtiger. Aber wir stehen hier unter Zeitdruck. Zeit ist Geld, meine Damen und Herren. Ich verdiene überhaupt nichts an diesen Videos, also ist Zeit überhaupt kein Geld. Was rede ich denn da? Naja, diese Stile lassen sich auch problemlos kombinieren natürlich. Also ich kann auch hier dann so eine Schraffur ansetzen. Auch das ist, wie ich finde, ein sehr schöner Effekt. Das habe ich, glaube ich, habe sogar auf einer Karte mal alle drei Sachen kombiniert. Warte mal. Ja genau, hier habe ich das nämlich gemacht. Also hier habe ich erst diesen 3D-Effekt, hätte ich fast gesagt. Mit dieser Schattierung habe ich diese Karte ein bisschen dreidimensionaler gemacht. Dann diese Schraffur davor, dann diese Linienwiederholung, sage ich mal, davor, diesen Versatz. Und dann noch diese Schraffur außen dran. Ist auch ein schöner Effekt, finde ich. Ne? Was gehört noch auf eine Fantasy-Karte? Natürlich Wälder. Wälder, da kann ich jetzt natürlich wirklich jeden Baum einzeln malen. Das kann ich also entweder verhältnismäßig simpel machen, wirklich so einfach Kreise. Und dann Baumstämme unten dran. Auch da hilft es. In welche Richtung hatte ich die Schatten gemacht? So, auch da hilft es, so ein bisschen Schattierung dann unten rechts zu machen. Hier genau das Gleiche. Ja, man sieht immer sehr schnell so eine grundlegende Schattierung, einfach nur eine bestimmte Ecke sich zu suchen und die ein bisschen stärker und ein bisschen dunkler zu machen, ist gleich ein unglaublicher Effekt, wie ich finde. Ne? Und natürlich gibt es die ganz einfache Möglichkeit, einfach so einen Wald abzugrenzen. Auch hier eine Schattierung rein, um das Ganze so ein bisschen dreidimensionaler zu machen. Ein paar Baumstämme unten dran. Hier noch ein klein bisschen Struktur reinbringen. Zack, Baumwald. Ja? Oder was wir eben in dieser Karte von Icewind Dale da gesehen haben. War das Icewind Dale? Ich glaube, es war die Icewind Dale Trilogie. Auch das funktioniert, wie ich finde, ganz cool. Das hatte ich vorher noch nie so gemacht. Hatte der überhaupt Baumstämme unten dran? Weiß ich gerade nicht. Aber so eine... Ich glaube, das hatte der tatsächlich gar nicht. Ne? Also ich glaube, der hat wirklich nur so mit diesen Punkten gearbeitet. Ihr seht das schon, ich mache das jetzt sehr auf die Schnelle. Das ist wirklich bei mir nicht so cool, wie das auf dieser anderen Karte wirkte. Aber generell finde ich es ein schöner Effekt. Die Punktierung nach außen hin stärker werden lassen und dann ein bisschen leichter nach innen hin. Ich glaube, tatsächlich hier stören die Baumstämme sogar eher. Also die würde ich... Bei dieser Darstellung würde ich sie tatsächlich weglassen. Also wirklich einfach diese Amöbe, hätte ich fast gesagt, reicht da schon für die Darstellung aus. Dann gibt es natürlich Orte, Straßen, Wege. Straßen kann man auch einfach als Linien darstellen. Dann ist es natürlich, hat man schnell so eine Verwechslungsgefahr mit Flüssen natürlich. Deswegen mache ich Straßen meistens wirklich so als punktierte Linien. Wenn nicht irgendwie aus dem Kontext klar ist, dass es eben eine Straße und kein Fluss sein soll. Und wenn es überhaupt ausgebaute Straßen gibt in der Welt, ne? Muss ja nichts heißen. Punktierte Linien funktionieren da aber sehr gut. Die führen dann von Ort zu Ort. Orte können dann entweder so einfache Symbole sein, hier so ein Kreis, dann kommt da ein Name daneben, nennen wir ihn Westenberg. Ja, oder für eine größere Stadt, meinetwegen Quadrat, malen wir aus. Hauptstadt. Auch noch Strich drunter, wirkt wichtig. Geil. Ne? Andererseits können wir natürlich auch uns einen dünneren Stift krallen und richtig irgendwie was Kleines darstellen. Zum Beispiel machen wir hier so eine kleine Basis hin. Zwei Türme an die Seite, einfach so mit ganz einfachen Formen dargestellt.
Fahne oben drauf. Dann haben wir auch gleich eine Darstellung von einer, ja, offensichtlich irgendwie eine Garnisonsstadt, irgendwas Befestigtes. Man kann auch ein Dorf oder eine Stadt darstellen, indem man erst ein paar Dächer zeichnet, zum Beispiel. Dann die Häuser unten dran. Ja, vielleicht die Basis ein bisschen breiter machen. Auch das wäre hier, das wäre schon ein bisschen minimalistisch, aber auch so hätten wir zum Beispiel eine Örtlichkeit dargestellt. Und ich glaube, viel mehr ins Detail möchte ich nicht gehen. Ansonsten wird es sehr, sehr spezifisch. Ich könnte jetzt natürlich noch irgendwie ganz besondere Landmarken machen. Ah, ich weiß nicht, einen Sumpf könnte ich nochmal machen. Sumpf ist meistens so, so Sumpfgebiete sind ja auch oft auf Fantasy-Karten vertreten. Und da ist oft so die, so mache ich das zumindest immer und so sehe ich das auf vielen anderen Karten, mache ich so ein paar einzelne dünne Striche und an den äußersten rechten oder linken Rand male ich so ein paar Gräser quasi. Ja. So würde ich jetzt einen Sumpf darstellen. Da habe ich jetzt auch keine alternative Idee groß. Da müsste ich mir nochmal ein paar andere Karten angucken. Aber für unsere Zwecke hier soll das, glaube ich, reichen. Wie gesagt, guckt euch am besten wirklich Karten an, die euch gefallen. In irgendwelchen anderen Fantasy-Büchern. Rollenspielregelwerke sind ja sowieso voll mit den Dingern. Und dann ist wirklich keine Scham dabei, also keine Scham notwendig, wenn ihr euch einfach mal hinsetzt und wirklich versucht, diesen Stil zu kopieren. Also wirklich guckt, dass ihr eure Gebirge genau zeichnet, wie auf dieser Karte, die euch gefällt. Die Küstenlinien genau, wie auf dieser Karte, die euch gefällt. Im Design habe ich schon gesagt, ein Grundsatz ist Form follows Function. Noch ein viel größerer Grundsatz ist, besser gut geklaut als schlecht selbst gemacht. Oder ich glaube, wie es der Kunstprofessor meines Bruders mal formuliert hatte, es gibt in der Kunst keinen Clown, nur inspirieren lassen. Also würde ich sagen, macht das. Dementsprechend hier auch nochmal eine kurze Erwähnung des Kanals WASD20. Auch den werde ich nochmal verlinken. Der hat nämlich schon mal ein sehr ähnliches Tutorial gemacht, von dem ich sehr viel gelernt habe. Von dem habe ich mich hier ganz stark inspirieren lassen. Also guckt euch den gerne auch näher an, wenn euch Englisch nichts ausmacht. Ansonsten sehen wir uns im letzten Teil dieses kleinen Tutorials, im dritten Video zu dem Thema, in dem wir dann wirklich so eine Karte zeichnen werden. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer gute Winde. Cheers, ich weiß nicht, wie ich hier winken will. Ihr wisst schon. Der Bauer fleht euch an. Der finstere Graf Fiso mir hat mein einziges Töchterlein geraubt und gibt es nicht wieder her, ehe ihr diesen Kanal abonniert und dieses Video kommentiert habt. Oh, helft ihr hohen Herren, ich bitt euch. Was tut ihr?